die Weiterführung des Heiligen Evangeliums nach Matthäus. In jener Zeit, als sich Jesus auf dem Ölberg niedergesetzt hatte, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sag uns, wann wird dies alles geschehen? Was wird das Zeichen deiner Ankunft und der Weltvollendung sein? Jesus antwortete ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin Christus, und sie werden viele täuschen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegslärm hören. Seht zu, dass ihr euch nicht verwirren lasset, denn so muss es kommen. Aber das Ende ist noch nicht da. Dann wird Volk gegen Volk und Reich gegen Reich sich erheben. Da und dort werden Seuchen, Hungersnot und Erdbeben sein. Dies alles ist aber nur der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Drangsal überliefern und töten. Und alle Völker werden euch hassen, um meines Namens willen. Dann werden viele zu Falle kommen, einander verraten und hassen. Und falsche Propheten werden in großer Zahl aufstehen und viele täuschen. Und weil die Bosheit überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Durch die Worte des Heiligen Evangeliums mögen getilgt werden unsere Sünden. Liebe Gläubige, bitte nehmen Sie für einen Platz. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das heutige Evangelium, es verlangt danach, ein paar Worte zu sagen, denn wir sehen schon viele Parallelen in unserer Zeit zu der Vorhersage, die Christus seinen Aposteln, seinen Jüngern gegeben hat. Denn wir stehen in der Mitte einer Zeit, wo wir beständig von Krieg hören, wo die Angst da ist, dass ein dritter Weltkrieg jetzt doch vielleicht noch kommen wird. Viele malen das neue Jahr schon in grausigen Farben als ein Jahr, wo vieles auf uns zukommen wird. Jetzt haben wir fast gerade so Corona überwunden. Jetzt kommt noch eine größere, eine schlimmere Drangsal. Immer wieder hört man schon seit Wochen und Monaten, es dauert nur noch einige Wochen, 4, 6 Wochen, vielleicht 2, 3 Monate, dann ist das Geld kaputt, dann wird das Bargeld komplett abgeschafft werden. Dann hört man wieder vom großen Blackout. Dann hört man von den Pseudopropheten, die allerorten ja auch in Deutschland auftreten und das in Anführungszeichen Lehramt von Josef Ratzinger weiterführen zu suchen. Es wird ja diese Pseudo-Offenbarung aus Siebenich verbreitet, wo der Josef Ratzinger alias Benedikt XVI. Zu dieser Pseudo-Seherin spricht und durch sie sein sogenanntes Lehramt auf Erden weiterführen lässt. Und spätestens da, liebe Gläubige, müssen die Gläubigen erkennen, dass diese Person, dieses Weibsbild, eine falsche Prophetin ist. Denn die Kirche hat von jeher funktioniert. Wann immer ein rechtmäßiger Papst gestorben ist, war Vakanz. Und die Kirche hat trotzdem fortbestanden. Egal, wie lange diese Vakanz des apostolischen Stuhles gedauert hat, egal, wie gut oder schlecht der verstorbene Papst war. Das Problem mit Josef Ratzinger ist, dass er nicht mehr als ein einfacher Priester war, der im Novus Ordo die sogenannte Bischofsweihe empfangen hat, die ja nach theologischen Studien ganz klar ungültig ist und kein Sakrament vermittelt. Josef Ratzinger, er war ein Ketzer, er war kein Heiliger. Er war ein Ketzer, er hat wesentlich am Zweiten Vatikanischen Konzil mitgearbeitet, er hat wesentlich seine Häresien darin eingebunden, verwoben und verbreitet.
Er hat die neue Messe weiterhin gefördert und selbst auch zelebriert. Wenn er wahrer Papst gewesen wäre und wenn er wirklich hätte eine Gleichberechtigung der alten Messe gewollt, dann hätte er nicht die 62er Messe legalisiert, sondern die Messe von Pius V., wie wir sie hier in unserer Kapelle feiern. Hätte er wirklich die tridentinische Messe fördern wollen, hätte er selbst als Papst diese Messe öffentlich auch gefeiert. Und das ist die Tragik, liebe Gläubige, dass viele, die guten Willens sind, aber vielleicht auch etwas naiv, vielleicht auch etwas besserwisserisch, sich ein eigenes Lehramt geschaffen haben, wo der Papst sagen kann, was er will, aber sie selbst beziehungsweise die Seher entscheiden, was katholisch ist und was nicht. Erst vor kurzem wurde mir wieder eine private Offenbarung zugesandt, wo es heißt, ja, diese Offenbarung wird abgelehnt, aber sie ist wahr und du bist mein auserlesenes Werkzeug. Diese Offenbarungen sind ganz gefährlich, denn sie behaupten für sich das Charisma der Unfehlbarkeit. Aber wir müssen uns als Katholiken ganz fest hinter die Ohren schreiben, nur die Kirche ist unfehlbar. Wir haben den überlieferten katholischen Glauben. Wir haben gute Katechismen. Denken wir an den Katechismus von Papst Pius X., den Katechismus von Robert Bellarmine, den Katechismus von Basel, den Katechismus von Spirago. Das sind die Quellen, wo die Gläubigen ihren Glauben nähren können. Und es ist eine Tragik, dass viele Gläubige, in Anführungszeichen katholische Gläubige, Privatoffenbarungen besser und auswendig kennen und sich mehr dafür interessieren, als für den rechten katholischen Glauben. Immer wieder wird gejammert und geheult, wir brauchen Priester, wir brauchen katholische Priester, die der Lehre treu sind. Aber dann, wenn ein oder zwei Priester des Weges kommen, die in der Tat der katholischen Lehre treu sind und darauf hinweisen, dass dies oder jene private Offenbarung gefährlich ist, werden sie selber zu Verfolgern dieser Priester, die den rechten katholischen Glauben noch predigen. Wir müssen also vorsichtig sein. Und liebe Gläubige, fragen wir uns doch noch einmal selber, jeder einzelne von uns, was bringt es denn, wenn ich mir Sorgen mache über die Zukunft, ob es nun einen Krieg gibt oder nicht, ob das Bargeld abgeschafft wird oder nicht, ob ein Blackout kommt oder nicht, ob wir enteignet werden oder nicht. Diese Sorgen bringen gar nichts. Bringen nichts. Überhaupt nichts. Sie schaden nur dem Seelenfrieden und sie schaden unserem Glauben und unserer Hoffnung auf Jesus Christus. Denn es zeugt davon, dass unser Glaube und unsere Hoffnung nämlich nicht auf Jesus Christus konzentriert sind, sondern auf irdische Güter, auf irdische Dinge. Das müssen wir verinnerlichen, liebe Gläubige, dass egal was kommt, Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist und er will das Seelenheil aller Menschen, auch wenn es nur viele erreichen. Denn Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe. Und wenn Gott durch Visionäre gesprochen hat und vielleicht auch noch spricht, dann nur
um uns zur rechten Bekehrung zu führen. Nicht, dass wir uns ein Para-Lehramt schaffen, dass wir noch über die Lehre der Kirche, ja über die Heilige Schrift sogar noch stellen. Der Heiland, er hat es gesagt, zum Ende hin werden viele falsche Propheten auftreten, in meinem Namen werden sie lehren. Ja, es wird so weit kommen, dass diese falschen Propheten sogar Scheinwunder wirken werden. Aber davon dürfen wir uns nicht beunruhigen lassen. Wir müssen treu sein im Glauben und unseren Glauben in den unfehlbaren Lehren der Kirche suchen, vertiefen, unseren Glauben studieren und verinnerlichen und erst einmal die ganzen privaten Offenbarungen weit, weit, weit an die Seite stellen, denn sie schaden allermeist den Seelen. Damit meine ich nicht von der Kirche approbierte Privatoffenbarungen, wie zum Beispiel Maria von Agreda oder Anna Katharina Emmerich, sondern die modernen in unserer Zeit, wo täglich Neues ausspucken, wo dann, wenn irgendwas in Rom passiert, ja, ich habe es ja schon gestern Abend erfahren, ja, ich habe das ja schon gehört, aber komischerweise werden diese Dinge erst veröffentlicht, einige Zeit, nachdem es schon passiert ist. Die Privatoffenbarungen sind zu einer regelrechten finanziellen Industrie geworden, wovon diese vermeintlichen Seher mehr als gut leben können. Von Medaillen, die gegen den Antichristen schützen sollen, bis hin zu Büchern, die sich als Wahrheit ausgeben und sich selber gleichsetzen mit der Heiligen Schrift. Liebe Gläubige, lassen Sie sich nicht beirren. Sie haben das Evangelium gehört. Wenn Sie heute nach Hause kommen, lesen Sie das Evangelium dieser heutigen Heiligen Messe noch einmal und schieben Sie die ganze Tragiken, die vielleicht, vielleicht auch nicht dieses Jahr auf uns zukommen können, werden, vielleicht auf Seite und konzentrieren Sie sich auf Jesus Christus allein und die Lehre, die er verkündet, durch seine Kirche. Denn Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch ihn allein. Lassen Sie sich nicht beunruhigen. Wenn Sie eine private Offenbarung hören, dann muss Sie diese dazu anspornen, in der Heiligkeit, in der Gerechtigkeit und vor allem auch in der Liebe zu wachsen. Was nützt es, wenn Sie Tausende von Hektolitern frisches Wasser, Öl und Getreide daheim speichern, Ihre Schränke voll haben mit Konserven, mit Brot, das 1982 in Dosen abgepackt wurde? Was bringt das, wenn Ihre Seele nicht bereit ist, wenn Sie sterben müssen, wenn Christus in seiner Herrlichkeit kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten? Wie sieht es in Ihrer Seele aus, wenn Sie heute Nacht sterben müssen? Sind Sie dazu bereit? Sorgt euch also nicht darum, was ihr anzuziehen habt, ob ihr etwas zu essen habt, sondern sorgt euch vielmehr darum, um das Reich Gottes. Ein anderes wichtiges Evangelium für unsere Zeit, nämlich das Evangelium von den Lilien auf dem Felde. Auch das können Sie heute Abend noch einmal kurz ansehen. Gott sorgt für uns.
und er wird uns durch jegliche Drangsal bringen. Und wenn wir gemartert werden, dann hoffentlich um unseres Glaubens willen, damit wir auch vielleicht die Krone des Martyriums erreichen dürfen, so wie die heutigen Märtyrer. Der heilige Aquilinus zum Beispiel, das Fest am 29. Januar, er hat die Häresien des Arianismus bekämpft durch seine Predigten, ähnlich dem heiligen Stephanus, konnten die Heretiker, die Ketzer, ihn nicht mit ihren Argumenten überwältigen. Und aus Hass gegen ihn war ihnen jegliche Christlichkeit egal. Aus Hass gegen ihn, weil er den rechten katholischen Glauben verkündet hat, mit großem Erfolg und viele Seelen wieder für die katholische Kirche zurückgewonnen hat, haben sie ihn eines Morgens, nämlich am 29. Januar, rückhalts, hinterhältig, ermordet durch einen Stich in den Nacken, als er auf dem Weg zur Heiligen Messe in die große Basilika in Milan war. Das sind unsere Beispiele. Das sind unsere Propheten, liebe Gläubige. Jene, die treu zum rechten katholischen Glauben gestanden haben, dafür gelitten haben und dafür die Krone des Martyriums erhalten haben. So wollen wir unsere Sorgen auf den Herrn werfen und uns nicht irre machen lassen von vermeintlichen Offenbarungen und Sehern, von vermeintlichen Lehraussagen irgendwelcher verstorbener Päpste, vermeintlicher Päpste. Denn was zählt, ist, wenn Christus hier auf Erden als seine Stellvertreter eingesetzt hat. Jene Bischöfe und Priester, die immer noch in dieser Zeit des großen Glaubensabfalls treu zur römischen Lehre stehen, noch weiterhin treu in Verbundenheit mit dem apostolischen Stuhl, auch wenn er jetzt vakant ist, die Messe opfern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, sanft und demütig von Herzen. Gelehrt unser Herz nach deinem Herzen.